Die Frauke ist die Gastgeberin und die frage ich hier vorne auf der Bühne. Mein Schatz, herzlich willkommen. Ja. Was ist dir auf dem Herzen für die Ladies Lounge für uns zu wissen? Ja, ich habe mir letzte Woche diese Laterne gekauft, weil ich es so gemütlich finde, einfach in dieser Herbstzeit da sich so ein bisschen gemütlich zu machen zu Hause. Und als ich die zum ersten Mal angezündet habe, da musste ich einfach an die Ladies Lounge denken, weil ich glaube, dass jede Frau wie so eine Laterne ist, die in sich drin irgendwas hat, was angezündet werden kann. Und ich glaube, dass die Ladies Lounge so ein Ort sein kann, an dem dieses Feuer vielleicht zum ersten Mal, vielleicht aber auch zum wiederholten Mal, wie einfach angezündet wird von unserem Gott im Himmel. Und ich glaube, dass die Ladies Lounge dann was ist, dass wenn du dabei bist, du nicht mehr als ganz normale Laterne nach Hause gehst, sondern wirklich als eine, die leuchtet und die das, was sie erlebt hat, mit nach Hause nimmt. Es gibt viele, viele Angebote außenrum noch bei der Ladies Lounge, im Foyer, alles Mögliche, es gibt viele Sessions. Ich muss dir sagen, ich bin sehr aufgeregt, weil wir haben diese Ladies Lounge zum ersten Mal in München. In Zürich gibt es sie schon viele, viele Jahre. Viele Frauen sind begeistert. Eine hat mir mal gesagt, Frauke, die Ladies Lounge ist für mich wie Wellness für die Seele. Und ich glaube, dass es ein Event ist, was wir Frauen nicht verpassen dürfen, weil Gott wird einfach ein Date haben mit seinen Töchtern. Wenn du schon mal bei einer Ladies Celebration hier warst, die Atmosphäre, es ist einfach was ganz Besonderes. Und deswegen sage ich dir, wir müssen früh aufstehen, den ganzen Samstag geht dieses Event. Um 8 Uhr gehen die Türen auf, bis 17 Uhr geht es. Meld dich an, im Internet kann man das jetzt nur noch ein paar Tage machen zum günstigeren Preis. Und ich freue mich, wenn du dabei bist, weil ich glaube, es wird dir gut tun.